Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und heute sind wir dabei, oder seit mehreren Folgen, uns den Weg zu den grünen Flächen hinzuarbeiten. Was uns da jetzt noch fehlt, sind die Leichtbauteile und die Lithium-Ionen-Batterien. Leichtbauteile sollten nicht allzu kompliziert sein, braucht Kunststoff, einiges an Aluminium und Titan haben wir inzwischen alles. Aber die Lithium-Ionen-Batterien, wo finde ich die denn? Die sind hier. Die brauchen Lithium-Kobaltoxid und Lithium-Perchlorat. Und das bekommen wir wahrscheinlich aus Lithium. Und da müssen wir dann erst noch schauen, wie wir das verarbeiten und was wir da dann effektiv brauchen. Aber ich denke, erster Schritt, hier unten in unserem schmalen Bereich zwischen der letzten Chipfabrik und dem Wasser, da können wir wahrscheinlich noch Leichtbauteile reinquetschen. Und ich mache das einfach mal so, um rauszufinden, wie viel brauchen wir denn für ein vernünftiges Band. 120 Maschinen, das ist ein wenig viel. Was ist, wenn wir die machen? Okay, sind immer noch 75. Ich denke, ich mache da mal 20 Maschinen hin. Und wenn wir schauen, Aluminium brauchen wir am meisten, das heißt Aluminium packen wir auf ein separates Band und Kunststoff und Titanium, die können wir auf ein Band packen und dann haben wir ein Band für den Ausgang. Sollte nicht so schwer sein. Wie gesagt, das war keine Hexerei, aber wir sehen, dass hier unser Aluminiumband einfach zu langsam ist, als dass mehr als 4 Maschinen laufen. Und mit diesem Setup saugen wir praktisch das ganze Aluminiumband leer von hier. Das heißt, wenn wir da mehr rausbekommen wollen, müssen wir dieses Band upgraden. Aber nun zum anderen Teil, Lithium. Und ich habe mir das hier mal rausgeschrieben. Und es ist ein bisschen kompliziert. Wir brauchen Lithiumperchlorat und Lithiumkobaltoxid. Und beim Perchlorat bekommen wir Salz raus. Das wir da in einem Vorschritt wieder brauchen. Aber wir brauchen auch Sodiumchlorat und dafür brauchen wir auch Salz. Das heißt, wir brauchen etwas mehr Salz, als uns die Verarbeitung hergibt. Und das sind die zwei Materialien, die wir brauchen. Denn wenn wir schauen, Verwendung, Lithium brauchen wir nur für Lithium-Kobaltoxid. Und wenn wir hier schauen, was haben wir hier noch? Jenste Dinge. Lithiumchlorid und Lithiumperchlorat. Das sind die zwei Dinge, die wir produzieren. Und das sind die Dinge, die wir dann auch benötigen. Das Kobaltoxid brauchen wir für
die Lithium-Batterien. Und was war das andere? Das Perchlorat brauchen wir auch irgendwo. Und das brauchen wir als Zwischenstufe für das Perchlorat und für das Lithium. Aber in keinem anderen Material mehr. Drum sollte uns dieses Setup genügen. Nun, wo machen wir das? Wir brauchen Lithiumwasser und das haben wir hier oben. Und ich denke, das ist doch eine gute Position. Was wir da dann noch dazu brauchen, dürften ein paar Fördertürme sein für das Wasser. Ich sammle mir das nötige Material zusammen und dann können wir da oben mal loslegen. Die Pumpen fürs Lithiumwasser sind angeschlossen und wir haben hier auch etwas normales Wasser, denn wir brauchen die Umwandlung in die molekulare Form und wir brauchen Salz, was wir auch hier rausbekommen können. Und dann brauchen wir den Teil da nicht. Was wir da aber brauchen ist sowas und ein Band. Da müssen wir dann schauen, wo wir das hinlegen. Wenn wir jetzt mal schauen, das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt, das heißt, da könnten wir jetzt schon direkt Lithiumchlorid draus produzieren. Das machen wir in Öfen. Machen wir das hier oben. Lithiumchlorid. Dann drehen wir das Ganze einmal so hin. Und da einer soll auch kurz knicken. Und dann ein Umspannwerk. Gut. Das haben wir abgehakt, das haben wir abgehakt. Dann kommt als nächstes Sodiumchlorid. Das machen wir hier drin. Sodiumchlorat. Das braucht das molekulare Wasser und das Salz. Dann machen wir das mal hier unten. Beziehungsweise das so machen. Salz rein. Und irgendwas bekommen wir auch raus. Und dann das gleiche nochmals auf der anderen Seite.
Wir bekommen als Nebenprodukt Wasserstoff. Den brauchen wir nicht. Blasen wir in die Luft. Aber wir haben auch das Wasser, das wir hier unten uns durchziehen. Genau umgekehrt. Das ist der Eingang. Wo wir Salz drauf bekommen. Und das ist der Ausgang, wo wir Sodiumchlorat rausbekommen. Das scheint zu funktionieren. Gut. Ach, das war der Schritt. Dann der nächste. Das ist nochmal dasselbe. Wir hier mal mit etwas Abstand. Hier haben wir das Perchlorat. Da brauchen wir das als Eingang. Sind ein paar Bäume im Weg. Und wir brauchen auch Strom. Funktioniert das auch alles so, wie es soll? Yep. Und hier wollen wir dann vielleicht einen Untergrund. Wenn wir das in die Richtung machen, dann können wir hier ein Doppelband hochziehen mit den beiden Dingen. Gut. Dann brauchen wir das Lithium. Lithium machen wir aus Lithiumchlorid. Lithiumchlorid, das ist das hier. Das führen wir auch noch hier nach oben und sechs Maschinen. Raus.
Magnesiumchlorid. Ah. Moment. Wie stellen wir Lithium? Ah. Okay. Das machen wir nicht hier. Sondern in was ist das hier? Okay, dann nehmen wir das von hier unten nach hier oben. Und dann haben wir Lithium. Sehr schön. Man muss nur die richtigen Dinge verwenden. Und dann brauchen wir hier noch Kobaltoxid. Das werden wir mit dem Zug anliefern. Und das Lithium. Das verarbeiten wir dann in chemischen Öfen. Und dann außenrum. Vier. Sechs. 16. Das sollte genug sein. Und dann sind mir die Förderbänder ausgegangen. Und das heißt, wir werden, wir brauchen hier Anlieferung nur Kobaltoxid. Und wenn wir hier unsere Bahnlinie anschauen, hier ist der Eingang, da ist der Ausgang. Das so machen. Dass wir dann hier eine Entladung haben. Sowas in der Art. Thank you.
dann können wir hier mit dran. Und das ist dann ein Bahnhof für Kobaltoxid-Anlieferung. Kabel, Kobaltoxid, was ist hier drin? 40.000. Sehr gut. Gut, dann haben wir ja schon fast alles und für diesen Punkt hier brauchen wir nicht mehr viel, aber ich hole mir erstmal das fehlende Material und dann können wir fertig bauen. Inzwischen habe ich auch die Abholbahnhöfe hier oben gebaut. Die Destinationen, die haben wir aber noch nicht. Und alles, was uns jetzt noch fehlt, ist dieser Schritt hier, wo wir das Lithiumchlorid und das Sodiumperchlorat, das sind diese beiden hier, verbinden müssen, um Sodiumperchlorat rauszubekommen. Und das machen wir wieder in solchen Maschinen. Hier ist es. Und ich denke, hier machen wir zwei Bänder in der Mitte. Einmal lang, einmal kurz. Zwei davon und dann hier hinten einmal Ausgang bitte. Verbinden wir hier und da. Ausgang. Haben wir wieder das Falsche. Lithiumchlorid brauchen wir. Was ist das hier oben? Doch den Stoff von da oben. Machen wir einfach Teiler hier. Und dann brauchen wir das hier. Nur hier unten. Gut. Und dann können wir das hier an dieses Band legen und dann haben wir hier die Beladung dafür. Wunderbar. Dann fehlt uns nur noch das Kobalt. Kobaltoxid und da haben wir ja einen Zug, der die Bahnhöfe anläuft. Sprich, wie meistens ist es einfach eine Frage der Zeit. Und wenn wir jetzt hier drüben schauen, haben wir einen Bahnhof für Lithiumplatten. Ich denke, den können wir
verwenden für Lithiumperchlorid Anlieferung. Und dann machen wir hier noch das richtige Icon hin. Passt da. Gut. Und da machen wir Lithium Kobalt Oxid Anlieferung. Das hier. Da brauchen wir dann diesen Filter und da brauchen wir diesen Filter. Und dann können wir sagen, geh hier hin, geh hier hin, da leeres Frachtinventar, da volles Frachtinventar, automatisch. Und du geh hier hin, geh dahin, leeres Frachtinventar, volles Frachtinventar. Sehr gut. Und dann können wir nächstes Mal schauen, wie wir die Materialien auf unseren Bus bekommen und was wir damit anfangen können. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!